Hier ist dann das SKW-Journal am Dienstag und das sind einige unserer Themen. Top-Eigenheime sind am Karolinenring entstanden. Die ersten Familien sind bereits eingezogen. Neue Wohnqualität. Tratsch und Klatsch seit 15 Jahren. Ecki liefert den Lokalklatsch und feiert Jubiläum. Und Tradition der Braukunst in der Havelstadt. Wir trinken mit den Brauern der Altstädter. Ja, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu den SKW-Nachrichten. Hohenstücken verändert sich. Ihnen, liebe SKB-Zuschauer, haben wir dies schon vor mehreren Wochen gezeigt, als wir mit dem Hauptausschussvorsitzenden Norbert Langerwisch die neue Eigenheimsiedlung am Karolinenring angeschaut haben. In der letzten Woche war nun Einweihung und siehe da, dieses Projekt kann sich wahrlich sehen lassen. Im September 2015 war der erste Spatenstich und nun präsentiert sich das neue Wohngebiet am Karolinenring als eine gelungene Alternative in Hohenstücken. Alle 33 neu erschlossenen Grundstücke am Karolinenring sind verkauft und die neuen Eigentümer haben individuell ihr Traumhaus gebaut. Es sind tolle Bungalows entstanden, wie hier dieses schmucke Anwesen mit einem großzügig gestalteten Rundweg. Auch Familie Ahrens hat sich gleich in dieses Wohngebiet verliebt und hat sich ihr Haus ganz nach den eigenen individuellen Möglichkeiten gebaut. Nun sind sie stolze Eigenheimbesitzer, sie, die ehemalige Brandenburgerin und er aus Ludwigsfelde. Wegen der Nähe zu Kindern und Enkeln sind sie in die Havelstadt gezogen. Das Grundstück ist 580 Quadratmeter groß, die Wohnfläche 120 Quadratmeter plus große Garage und Schuppen. Das, was eigentlich zum anständigen neuen Haus dazugehört. Wir haben ein Haus in Ludwigsfelde gehabt, das verkauft. Hier haben wir noch ein bisschen Geld gebraucht, aber ist schon top. Nun fühlen Sie sich sehr wohl hier. Das Wohngebiet zeichnet sich dadurch aus, dass alle Häuser völlig nach den Ideen und Vorstellungen der Grundstückskäufer gestaltet wurden. Doch noch ist individuelles Wohnen in der altstädtischen Stadtheide möglich. Denn diese großzügige Doppelhaushälfte steht noch zum Verkauf. Bei der Einweihung des Wohngebietes preist Hartmut Schulz, der Investor des Projektes von der Göttiner Grundstücksentwicklungsgesellschaft, das Anwesen Interessenten an. Wir haben hier zwei verschiedene Varianten von den Häusern. Einmal eins für zwei Kinder. Ja. Das ist hier ein bisschen enger. Ja. Und nebenan haben wir eine Variante für ein Kind. Da ist alles ein bisschen großzügiger. Aha. Haben wir extra so gemacht, dass es ein bisschen individuell ist. Für den Vermarkter, den Makler Thomas Fiedler, ist es eine erfreuliche Entwicklung, dass bis auf die Doppelhaushälfte alle Grundstücke verkauft worden sind. Er begrüßt es außerordentlich, dass es gelungen ist, auch in Hohenstücken diese Bauweise durchzusetzen und damit dem Stadtteil ein neues Image zu geben. Wir hatten so einen kleinen Mikromarkt damals in der Bramstraße, da ist damals ein Block gefallen, wurden Einfamilienhäuser gebaut und deswegen war ich mir damals sehr sicher, dass man das fortführen kann. Das war so der Aufhänger. Und dann haben wir noch die Mutigen gefunden und die WBG hat auch ein bisschen mitgeholfen, indem sie einen vernünftigen Verkaufspreis realisiert haben und dadurch auch vernünftige Verkaufspreise für die Enderwerber zustande kamen. Hohenstücken wird also durch das neue Wohngebiet entscheidend neu geprägt. Man verfügt hier über eine hervorragende Infrastruktur, viel Grün, Nähe zum Wald und was ganz besonders wichtig ist, Schulen und Kindergärten in der Nähe. Und das ist eigentlich richtungsweisend, dass wir hier eine soziale Durchmischung bekommen und zukünftig noch mehr Eigentum schaffen können und so dieses Stadtgebiet Hohenstücken auch für die Zukunft erhalten werden kann. Die noch zu verkaufenden Doppelhaushälften haben 3 bzw. 4 Zimmer, 2 Bäder, eine Garage und vor allem eine großzügige Terrasse. Fußbodenheizung und Fernwärme machen die Häuser besonders attraktiv. Der Preis beträgt 285.000 Euro. Fiedler selbst kann sich vorstellen, dass ganz in der Nähe des Wohngebietes auch noch weitere Grundstücke frei werden. Wir sind gerade im Gespräch mit den Eigentümern dieser Fläche dort drüben. Die schreit geradezu nach einer Bebauung. Im Moment liegt sie da und weiß nicht so richtig, wo sie hin will. Und wir hoffen, dass wir dort auch noch mal 5 bis 7 Grundstücke schaffen können zur individuellen Bebauung, so wie im Karolinenring auch. Das würde sich lohnen, denn ganz in der Nähe ist hier auch noch der Gördensee. Hohenstücken kann so in ein ganz neues Zeitalter eintreten. Ein attraktiver Stadtteil mit hervorragenden Zukunftschancen. Mit dem Karolinenring ist ein vielversprechender Neuanfang gemacht.
15 Jahre Eckis Lokalklatsch, das ist eine mediale Institution hier in der Havelstadt. Für viele ist es die erste Seite, die in einer aktuellen Bravo aufgeschlagen wird. Ist ja auch klar, denn Klatsch und Tratsch ist nun mal sehr populär bei vielen Menschen. Diese 15 Jahre wurden jetzt kräftig gefeiert. Hier zu gratulieren, das wollte sich kaum jemand nehmen lassen. Und so kam sogar die Bundestagsabgeordnete Ditlin Thiemann trotz engem Terminkalender vorbei, um Glückwünsche zu überbringen. Seit 2003 ist Eckis Seite in der Havelstadt nicht mehr wegzudenken. Immer wieder liest man etwas über die anderen, manchmal sogar über sich selbst, freut sich, regt sich auf. Aber das Allerwichtigste, wer nicht drin ist, ist eben nicht in der Havelstadt. Die erste Ausgabe, das war natürlich, da wussten wir noch gar nicht, wie und was wir da genau machen. Wir wollten einfach so ein bisschen was Lokales machen, aber im Boulevardbereich. Und ich habe mir damals überlegt, wie könnte das heißen? Hab da gesagt, naja, Eckis Lokalklatsch wäre ja eine Form. Und der damalige Chef, Hartmut König, der hatte, ich sag mal, den Mut und sagte, ja, warum nicht auch lokal in so einer Bravo so ein Boulevardthema? Ja, und so ist das Ganze entstanden und dann haben wir die erste Ausgabe. Aber es war auch wirklich die einzige, die so aussah. Dann ging es schon weiter mit diesen Ausgaben, die dann in etwa so ausgesehen haben. Aber das ging grafisch bald viel besser und immer wieder veränderte die Klatschspalte ihr Gesicht. Was blieb, waren Klatschmeldungen über Promis, Politiker und all die, die in irgendeiner Weise in der Stadt aufgefallen waren. Dass man es nicht allen recht machen kann, das weiß auch Klatschmacher André Eckert. Man kann nicht allen gefallen, das ist einfach so. Und damit muss man dann leben. Und ja, die einen mögen das, die anderen nicht. Solange man das nicht persönlich nimmt, weil es ist eine Sache, meistens verursachen sie es ja selbst. Ja, wenn jemand irgendetwas macht, was da drin vorkommt, oder wenn jemand einen Titel vom SKB verliehen bekommt, dann berichtigt natürlich darüber, egal wie es auch ist. Ja, dass die grüne Stadtverordnete Martina Marx die schrumpelige Paprika dafür erhielt, dass sie den SKB ständig von der Berichterstattung aus der SVV ausschließen will, darüber berichtete André Eckert auch. Und so wurde über all die Jahre, auch wenn sich das Layout veränderte, über wichtige Personen aus der Politik immer berichtet. Und beim neuesten Klatsch geht es um die SPD-Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser, die angeblich die Direktkandidatur für die SPD für sich einforderte. André Eckert hat aber recherchiert und daran ist wohl nichts dran. Die Politik gehört auch zum Lokalklatsch, ist ganz klar. Das ist eine Stadt, ist Stadtgeschehen. Und da gibt es ja viel zu flüstern und zu tratschen. Wir haben ja gerade jetzt wieder das aktuelle Thema. Erscheint also morgen nochmal Britta Kornmesser, die im Prinzip gesagt haben soll, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, gesagt haben soll, sie will auch für den Landtag antreten. Jetzt tagte der Unterbezirk. Natürlich hat Lokalklatsch ein bisschen was erfahren. Da heißt es, nein, das ist alles nicht an dem, hätte man niemals so gesagt. Das hat sich der Journalist so ausgedacht. Na aber, da hat ja der leitende Redakteur der SPD-nahen Heimatzeitung wohl mal wieder ein bisschen viel Fantasie gehabt, was man überall so hört. Ansonsten, die Politiker kamen auch zum Jubiläumsempfang, brachten sogar Blumen. Carsten Eichmüller für die Sozis, die Freien Wählerkapitäne Langerwisch und Stieger und der AfD-Mann Axel Brösicke. Es gab zu trinken und was zu essen und immer mehr füllten dann die Terrasse des Lighthouses. Alle wollten sie dabei sein, wenn der Klatschpapst Hof hielt. Und der hat ja auch noch richtig Lust. Es hat mir und macht mir immer noch viel Spaß und ich denke mal, das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Die Gesundheit muss mitspielen, das ist das Wichtigste. Und ansonsten gucken wir mal, Themen gibt es genug. Und da muss man eben nur ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Allen gefällt es nicht immer, auch klar, insbesondere wenn es um die Politik geht. Aber man muss auch im Leben nicht immer alles so ernst nehmen. Vielleicht ist das genau der richtige Zugang zum Lokalklatsch. Nicht ärgern, Hauptsache es wird über einen geschrieben. Denn wer gar nicht vorkommt, hat gar nichts gemacht, noch nicht mal was Falsches. Um den SKB freut es natürlich, wenn seine Interviewpartner wie hier Karel Gott auch im Lokalklatsch auftauchen. Das zeigt doch, wie interessiert unser Programm beobachtet wird. Ansonsten möchte ich die Gelegenheit vielleicht mal nutzen, wenn ich schon jetzt hier vor der Kamera stehe, um den Lesern einfach mal Dankeschön zu sagen für die Treue in diesen 15 Jahren. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele den Lokalklatsch lesen und ich hoffe, dass es weiter so geht.
Deshalb freuen wir uns auch auf weitere gute Zusammenarbeit mit Eggis Lokalklatsch. Die Känguru-Chroniken. Ansichten eines vorlauten Beuteltieres. Ein Theaterstück von Marc-Uwe Kling. Eine Inszenierung von Nico Dietrich, dem Intendanten des Jungen Theaters Göttingen. Ein Dauerbrenner am Theater in Göttingen. Über 10.000 Besucher. Das ausverkaufte Stück jetzt im großen Haus des Brandenburger Theaters. Der Inhalt. Ein Kleinkünstler lebt mit einem Känguru zusammen. Das Känguru ist Kommunist und Fan von Nirvana. Eine irrwitzige Wohngemeinschaft. Endlich erhalten wir Antworten auf das, was wir schon immer wissen wollten. War das Känguru wirklich beim Vietcong? Wieso ist es schnapspralinensüchtig? Ist das Liegen in einer Hängematte schon passiver Widerstand? Das Stück ist bissig anarchisch wie liebevoll ironisch. Es spielen Jacqueline Sophie Mendel, Peter Christoph Grünberg und Carsten Zinser. Eine Aufführung des Jungen Theaters Göttingen. Am Freitag, dem 14. September und Samstag, dem 15. September, jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Erleben Sie dieses verrückte, ungleiche Paar. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Klassenfeind, ein Theaterstück von Nigel Williams in der Inszenierung des Brandenburger Jugendtheaters. Schüler warten in einem Klassenzimmer auf ihren Lehrer. Sie wollen ihn fertig machen. Das haben sie bisher bei jedem Lehrer geschafft. Doch es kommt kein Lehrer mehr. Sie beschließen, selbst Lehrer zu spielen. Ich hab eine Idee. Jeder hat eine Unterrichtsstunde. Petzer ist dieser harte Typ, der halt aber eigentlich genau die gleichen Probleme hat wie alle anderen, die aber halt hinter dieser Härte, hinter diesem Machtkonstrukt, was er sich halt aufbaut, halt versteckt. Sie erzählen von Hass, ihrer Angst und ihren Sehnsüchten. Bloß nicht, dass das keinen Sinn macht. Sie sagt ja nicht, dass das einen Sinn haben soll. Nichts hat für mich noch nie einen Sinn gehabt. Also warum soll ich für einen von euch was bringen, was Sinn hat? Die Aggressivität steigt ins Unerträgliche. Bis hin zu einem blutigen Konflikt. Bringt uns hier endlich auf den springenden Punkt. Den Punktus Knacktus. Zur Frage, auf die wir alle eine Antwort wollen. Warum sind wir hier und wer hat das alles verbockt? Ein Stück für den Regisseur immer noch zeitgemäß. Angst, nicht geliebt zu werden, dass man nicht ankommt. Ängste vor Sexualität, Homosexualität, Ausländerfeindlichkeit oder eben sich stark machen für welche. Es gibt auch Rollen, die sind nicht alle verloren. Es gibt auch Rollen, die wirklich einen ausgeprägten Sinn haben für Gerechtigkeit und das auch machen. Und diese Themen alle, die sind so alt wie die Menschheit, denke ich. Es spielt das Ensemble des Brandenburger Jugendtheaters. Eine Produktion des Brandenburger Theaters. Karten wie immer an der Tageskasse oder unter 033 81 511 111.
Es ist die älteste Droge der Welt. Schon die alten Ägypter haben damals Bier angebraut. Heute haben wir das deutsche Reinheitsgebot und Bier wird in Massen produziert. Leider geht damit häufig auch die Geschmacksvielfalt verloren. Nicht so bei den Altstädtern. Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Zusammen ergeben sie das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen. Bier. Thorsten Michalek ist einer der Hobbybrauer, die sich beim ersten Bierfest in der Altstadt zusammengefunden haben. Es geht uns nicht darum, quasi, dass möglichst viel Bier getrunken wird, sondern dass die Menschen hier in kleinen Mengen viele Biere ausprobieren können, um Geschmäcker zu testen, um zu sehen, Mensch, das schmeckt mir weniger. Die drei Braugruppen aus Brandenburg haben insgesamt 14 verschiedene Biere zur Auswahl. Thorsten von der Altstädter Braugruppe zapft hier ein Red Ale. Naturtrüb, unfiltriert und obergierig. Aber was heißt das jetzt genau? Der Hopfen wurde nicht geschreddert, nicht verändert, nicht mit chemischen Auszügen, sondern wirklich als reines Naturprodukt. Das Bier ist unfiltriert, das heißt, es ist eben naturtrüb, alle Inhaltsstoffe sind noch enthalten. Und die Hefefäden bilden längere Ketten. Das heißt, bei der Gärung schwimmt die Hefe auf und bildet Hefe auf dem Bier. Deshalb obergärig, weil die Hefe sich auf dem Bier befindet in der Gärung. Mit dem richtigen Wissen kann praktisch jeder Bier brauen. Da genügt am Anfang schon ein einfacher Kochtopf. Die Altstädter bieten richtige Bierbrauseminare an, wo alles erklärt, gezeigt und natürlich auch verkostet wird. Bei den handgebrauten Bieren geht es darum, mit Aromen zu spielen. Das heißt, es geht nicht darum, möglichst große Mengen zu produzieren, sondern möglichst große Aromenvielfalt zu produzieren. Also quasi ein Schritt zurück in der Bierproduktion, wie sie früher auch mal war. Es wird übrigens geschätzt, dass es heute etwa weltweit an die 15.000 Biersorten gibt. Deutschland liegt dabei mit ca. 6.000 Sorten auf Platz 1. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir beim Wetter. In dieser Woche müssen wir uns etwas flexibel zeigen, was die Kleiderwahl anbelangt, denn die Tage verlaufen tatsächlich sehr unterschiedlich. Am Mittwoch wird es sehr warm bei 26 Grad, auch in der Nacht ist es recht mild bei 15 Grad. Am Donnerstag stürzt das Thermometer gleich mal richtig ab, nur noch 17 Grad warm wird es am Tag. Auch mit Niederschlägen muss gerechnet werden. Nachts ist es recht frisch mit 13 Grad. Und am Freitag leichte Besserung, wolkig und 20 Grad ohne Niederschläge. Mit 11 Grad wird die Nacht allerdings sehr kalt. So, meine Damen und Herren, das waren dann die aktuellen Nachrichten. Weiter geht es mit dem zweiten Teil des SKB-Talks. Mein Kollege Gerd Laser hat Eva Lind zu Gast, besser bekannt als Hauptakteurin vom Classic Summer. Ich darf mich verabschieden. Für Sie noch einen guten Tag und auf Wiedersehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem großen Opernstar, mit der Sopranistin Eva Lind. Wir setzen das Gespräch fort von gestern. Ja, schön, Frau Lind, dass Sie wieder da sind. Wir haben gesprochen, wie es bei Ihnen begann, Ihre große Karriere, die großen Bühnen dieser Welt, Ihre Musikakademie, die Sie gegründet haben. Ja, Musik ist Ihr Leben, aber nicht nur. Sie haben ja vorher auch gesagt, dass Sie sich immer wieder, und deswegen haben Sie auch dieses Studium gewählt, Philosophie und Literatur und Publizistik, dass Sie sich immer wieder Gedanken auch machen über die Situation, wo man herkommt, was man auf dieser Welt überhaupt bedeutet, was man, wo man hin will und so. Das hat Sie immer beschäftigt. Ich glaube, Sie sind auch sehr gläubig, oder? Absolut, ja. Absolut, ja. Und der Glauben, der hat mir auch immer geholfen, gerade in schwierigen Situationen. Ich denke auch, jede Prüfung, die man bekommt, stärkt einen im Glauben. Und der Glaube stärkt einen in der Prüfung. Also es geht so Hand in Hand irgendwie. Und Sie glauben schon, dass Sie da auch immer beobachtet werden, was Sie tun und wie Sie mit Menschen umgehen? Ja, leider. Leider, sagt sie. Nee. Ja, ich glaube schon, ja. Und dass wir hier auf dieser Erde sind, um uns zu beweisen, um wirklich
gute Menschen zu werden. Und ja, ich bemühe mich. Und das war für Sie natürlich dann auch wichtig, dass man auch was draus macht, wenn die Eltern einen schon so unterstützend haben. Absolut, und dass man da, dass man, sie da auch nicht enttäuscht, sondern dass man dann halt was draus macht. Ja, wenn man so viel geschenkt bekommt, dass man es dann auch zurückgibt und eben erstmal was draus macht. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch zum Beispiel mit Siegfried Fietz eine CD gemacht, der dieses wunderschöne Lied unter anderem geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja. Das ist ein ganz toller Komponist und hat über 4000 Lieder geschrieben. Und da durfte ich mir die schönsten raussuchen, also die mir am besten gefallen haben. Und da haben wir eine CD gemacht, auch eben so mit spirituellen Texten. Und das sind so Dinge, die mir auch sehr am Herzen liegen. Wenn Sie dann sehen, wie viel oder wenn man abends auch die Nachrichten einschaltet oder das heißt, bei uns hier im kleinen Landespolitik oder Kommunalpolitik ist ja schon viel los und die Menschen streiten und noch viel schlimmer ist, wenn Kleinen wie im Großen. Im Kleinen wie im Großen. Und wenn man sieht, wie diese schrecklichen Kriege in Syrien und so weiter, glaubt man da noch an Gott, wenn man das sieht? Oder wie schätzen Sie dann so eine Situation ein? Oder wie verarbeiten Sie die? Ja, das ist ja nicht Gott, der das gemacht hat. Das sind ja die Menschen. Wir haben ja den freien Willen. Und wenn wir dann sowas draus machen, haben wir unseren freien Willen halt leider falsch ausgenutzt, sagen wir mal so. Es ist traurig, ja, dass die Menschheit da irgendwie immer wieder zurückfällt in solche Atavismen, aber deshalb darf man die Hoffnung doch nicht aufgeben. Ja, momentan ist es ja auch ganz schlimm, die Situation auf der Welt oder so, die ganze Flüchtlingssituation. Flüchtlinge, und alles. Klima, alles, es sieht alles nicht so rosig aus. Ne? Aber trotzdem, gerade in schwierigen Situationen, finde ich, hilft einem der Glaube und man kann ja nur versuchen, selber ein guter Mensch zu sein und in seinem Umfeld zu wirken und schauen. Hilft die Musik da auch immer ein bisschen? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, dass Musik schon immer eine Größe hat, die Menschen auch zur Ruhe, zur Entspannung zu bringen. Zu berühren und auch das Gute in ihnen zu erwecken, denke ich. Mhm. Also da hoffe ich, kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten. Sie reisen aber auch gerne, wo Sie ja schon auf der ganzen Welt waren, Eva Linz, waren ja mit Ihren Konzerten, aber Afrika ist, glaube ich, ein Land, was Sie immer wieder fasziniert. Ja, es ist ja mein Traum. Vielleicht schaffe ich das auch noch, alle 54 Länder Afrikas mal zu bereisen. Wie viel haben Sie denn da schon gesehen? 18, ein Drittel. Das gibt's doch nicht. Ja, aber ob ich das schaffe? Es gibt Länder, wo man gar nicht hinkommt. Na, Mauretanien oder so, das ist praktisch unmöglich dort. Und das fasziniert Sie so an Afrika? Ja, ich war das erste Mal in Kenia vor, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren. Ich kam da an und hatte das Gefühl, ich komme nach Hause. Irgendwie, ich weiß es nicht. Die Luft, das denkt Licht, man ja bei einer Österreicherin jetzt nicht unbedingt, dass Afrika irgendwie zu Hause ist. Man sagt ja, dass der Mensch aus Afrika kommt, ursprünglich, sagt man ja. Ne? Okay. Und sich von dort über die Kontinente verteilt hat. Mhm. Aber an das habe ich in dem Moment nicht gedacht. Ich war nur dort und habe gedacht, ach ja, das ist es. Ja, und seither bin ich eigentlich fast jedes Jahr, oft auch mehrmals im Jahr, nach Afrika gefahren und habe dort auch verschiedene Projekte, die ich betreue, mit CARE International zum Beispiel. Waren wir vor kurzem in Burundi und in Mosambik. Oder ich habe auch mit Brot für die Welt eine Schule in Togo geholfen aufzubauen. Und das ist auch schön, wenn ich dann in diese Länder komme, versuche ich Konzerte mit den Einheimischen zu machen. Und das ist so toll, wenn sich so das vermischt. Also ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Konzert in Das war in Kenia, genau, mit CARE war ich dort für verschiedene Projekte und da hatten wir ein Konzert geplant und ich habe den Musikern unten die Noten gemailt von meinen Stücken und wir kommen zur ersten Probe und die haben keine Noten dabei. Und ich sage, aber ich habe euch doch meine Noten geschickt. Naja. Ja, alles klar, sing du mal. Und ich habe gedacht, na, das wird ja toll werden. Und fange an, da meine Puccini-Arie oder irgendwas zu singen und die begleiten das mit einem Gespür und einem... Also mit einem Können, das war sensationell. Die haben einfach die richtigen Harmonien dazu gespielt, so mit so einem Groove. Und das war, also ich war platt. Die haben, ja, die hatten das einfach im Gefühl, wie man sowas begleitet. Auch wenn das jetzt Sachen waren, die sie gar nicht so von klein auf kennen. Die kannten das gar nicht. Nee. Also das ist so spannend. Und dann habe ich auch afrikanische Lieder dann mit ihnen gemeinsam gesungen. Die haben sie gelernt, die afrikanischen Lieder, oder was? Ja. Oh, das ist einfach toll. Und da haben sie so viele Länder da besucht, wie gesagt. Das ist so unterschiedlich. Man denkt immer, Afrika ist Afrika. Mhm. Aber zum Beispiel, man kann Botswana überhaupt nicht mit Togo oder Benin vergleichen. Das sind Welten. Mhm. Und es ist auch so spannend, diese verschiedenen Länder da kennenzulernen und die Lebensweise dort und die Geschichte. Sieht es denn wirklich so schlimm aus, wie es dann immer gesagt wird, in Afrika? Oder gibt es da auch Hoffnung? Oder Kommt drauf an. Botswana zum Beispiel nennt man die Schweiz Afrikas. Okay. Das ist ein wunderbares Land, ein blühendes Land. Die haben viele Diamanten, daher kommt halt auch der Reichtum. Dort ist alles wunderbar, sage ich jetzt mal so.
ganz grob. Wenn man jetzt, da gibt es Länder, wo halt die Armut sehr, sehr groß ist. Ne? Also ob das jetzt der Kongo ist oder Togo oder was weiß ich, Malawi. Malawi geht, die fangen jetzt mit Tourismus ein bisschen an. Ja, ja, natürlich ist es auch schlimm. Und das vor allem, es kann sich so schnell ändern. Ihr berühmter österreichischer Landsmann, der Karl-Heinz Böhm, der Schauspieler, der hat ja damals auch viel gemacht in Afrika, Äthiopien, genau. Zum Beispiel, wenn man Kenia nimmt, dort war jahrelang alles wunderbar, der Tourismus hat floriert, alles. Und plötzlich kommen Wahlen und es ist Bürgerkrieg, so aus dem Nichts. Ne? Mhm. Genauso war es in Burundi vor 2-3 Jahren. Das war programmiert. Ich war dort und die haben gesagt, ah, in einem halben Jahr sind Wahlen, dann wird es Bürgerkrieg geben. Und dann bricht alles zusammen. Was oder so über die Diktaturen Jahre wie in Simbabwe, das war ja auch schlimm da. Ne? Also in Afrika Mugabe. Kann alles ganz schnell gehen. Ne? Ich meine, Simbabwe, der hat sich jetzt sehr lange gehalten. Aber richtig, ja. Es kann auch genauso gut dann wieder schnell ins Gute sich wenden. Also Afrika ist sehr unberechenbar. Aber ich merke schon, Sie so auch für politische und gesellschaftliche Sachen interessieren Sie sich auch sehr. Ne? So. Ja, das kriegt man ja automatisch mit irgendwie. Ne? Das ist ja auch spannend, wenn man das ein bisschen verfolgen also, kann. Bei Ihnen ist nicht so mit Elfenbeinturm Musik und darüber hinaus nicht gucken oder so. Das, nee, das war es nie. Das wäre ja langweilig. Das wäre langweilig. Also. Und da guckt man sich auch mal Konzerte von Kollegen an auch oder wie ist das? Oder ehrlich gesagt, ich gehe selten Sie ins gehen, Konzert. Sie gehen selten ins Konzert oder auch. Mein lieber Kollege Bos Kofus, der große Bariton, hat mal einen tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, Oper ist nur dann langweilig, wenn die anderen singen. Das ist gemein, ne? Das ist aber hart, ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe so viel Musik den ganzen Tag, eben jetzt auch mit meinen Studenten und so. Natürlich. Und dann am Abend, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, nochmal ins Konzert zu gehen. Zumal ich es ja in Wien anbieten würde, da ist ja schon auch noch einiges geboten. Ja, ich natürlich manchmal, klar, aber nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag am Start bin. Nein, das ist richtig. Und auch mal ein Rockkonzert oder so, haben Sie das auch schon mal besucht? Ja, oder ja. So? Das schon, eine Freundin von mir ist der weltgrößte Bruce Springsteen-Fan. Ah, da Boss. Muss ich immer mit. Da waren Sie dabei. Da ich war auch bei Bon Jovi und ja. Echt, ja? Ja, man muss ja am Puls der Zeit bleiben. Okay, ja. Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sehen Sie mal. Gehen Sie da auch hin? Ja, ich gehe da auch hin. Ich war jetzt erst bei den Rolling Stones. Na ja, eben. Muss man gut, ja oder? Mal wieder gesehen haben, als sie in Berlin waren jetzt. Wenn man die Chance hat, ja klar. Wenn man die Möglichkeit hat, ja. Das sind ja alles lebende Legenden. Ja, absolut. Ist so, ja. Ich meine, da kann ein Opernsänger natürlich nur von träumen, von dem, was sie da umsetzen, sei jetzt mal so Rolling Stones oder so, das ist natürlich schon... Das sind Welten. Das sind Welten, ne? Das ist klar. Andererseits hat man auch nicht die Schattenseiten. Ne? Das ist richtig. Also man hat ein ruhigeres Publikum. Ja, und Publikum, angenehmes Publikum, ein sehr interessiertes Publikum. Ja. Die kommt jetzt nicht mit der Dose Bier rein. Weniger. Eher weniger. Das ist dann alles schon ein bisschen auf einem anderen Niveau. Wiener Opernball zum Beispiel, was sagen Sie denn dazu? Das ist aber auch schon manchmal ein bisschen sehr kitschig. Ne? Wenn der Lugner, den ich ja hatte das Glück, ihn ja auch mal persönlich kennenzulernen vor 10 Jahren, als er noch gerade, ich weiß, sein letztes Jahr mit Mausi war das, ich glaube, das war so sein letztes Jahr, bevor er dann ganz in die ganz junge Sparte zugriff. Da hatte ich das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Und Wiener Opernbeachter wollte, ich weiß noch, die Story war, er wollte Präsident werden von Österreich. Genau, das war die Nummer. Ja, da ist er mit Mausi mit der Kutsche durch Wien gefahren. Ja, dieser Wiener Opernball ist ja schon so ein bisschen boulevardesk oder kitschig geworden, oder? Durch diese ganzen Begleitumstände, was da für Damen da manchmal einlaufen von Herrn Lugner. Oder wie sehen Sie das? Ja, leider schon ein bisschen. Hat nicht mehr so das eigentliche... So dieses Flair, dieses... Ich habe dort auch mal eröffnet und auch zur Eröffnung gesungen mal. Und es war natürlich ein ganz tolles Erlebnis, das mal sehen zu dürfen und Teil sein zu dürfen von diesem großen Event. Aber ich war jetzt jahrelang nicht mehr, weil wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu viel Schaulaufen auch geworden. Das meinte ich ja damit. Na, also, ja, schade. Muss man nicht unbedingt haben. Aber es ist natürlich auch ein großes Geschäft. Ne? Das ist klar. Der einzige Abend, wo die Oper schwarze Zahlen schreibt, muss man auch mal sagen. Also, ist so, ja. Ist so. Part of the game. Ja, so ist das, ja. Ja, sie war hier beim Classic Summer, Eva Lind. Was gibt es denn jetzt noch für Pläne? Gibt es das mit der Musikakademie, haben Sie schon verwirklicht? Ja, das läuft weiter. Was gibt es denn, was haben Sie noch in petto oder was denken Sie, was muss ich noch machen auf dieser Welt? Ich meine, Sie sind ja noch sehr jung. Danke für die Blumen. Ja, was muss ich noch machen? Wie gesagt, ich muss den Rest von Afrika noch bereisen. Halten Sie sich denn so schlank, Frau Lind, werden jetzt viele Frauen sagen, ja, dass Sport, die Frau so schlank ist hier, das ist ja der helle Wahnsinn. Naja, also meine Eltern waren auch so, ich glaube, das ist einfach Veranlagung. Ja. Und wie gesagt, also singen ist wirklich Sport, also das ist richtig Training. Und ein wunderschönes und Kleid haben Sie an. Dankeschön. Ist Mode für Sie auch ein Thema oder gucken Sie da schon auch mal so nach...
Oh ja, klar, wenn man auf der Bühne steht und muss so, man muss automatisch, man ja. Ne? Und ich schaue immer, dass ich mir Kleider kaufe, so wie das, was man nicht bügeln muss. Kofferkleider. Ja. Nee, klar, das ist, und es ist auch ein tolles Gefühl, in einem schönen Kleid auf der Bühne stehen zu können. Also da, das macht schon Spaß. Ich glaube, jede Frau hat Spaß, schöne Kleider. Und Bühne ist natürlich nochmal was anderes. Klar, das ist da wird man ja genau inspiziert, genau angeguckt. Ja. Und gerade im Fernsehen und so. Fernsehen ist ganz entscheidend. Jetzt mit HD überhaupt. Jetzt mit HD, genau. Okay. Und, ja. Aber ist schon schön. Dann freuen wir uns auf weitere tolle Konzerte, auf weitere tolle Platten, auf weitere tolle Sachen, Arien und Crossover-Geschichten von Eva Lind. Und wir freuen und haben uns sehr gefreut, ich insbesondere, dass sie heute zu Gast hier war bei uns im Studio, beim SKB. Sie war hier auch beim Classic Summer, sie war bei uns. Alles Liebe, alles Gute, Eva Lind, für die Zukunft. Dankeschön. Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war die große Sängerin Eva Lind, die bei uns heute zu Gast war hier im Talk. Und wir sprachen über ihre Karriere, über das, was sie sonst noch gerne macht. Und sie war ja hier auch beim Classic Summer. Und ich glaube, es war eine vergnügliche Zeit mit ihr hier bei uns. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke für Ihr Interesse.